Heute haben wir ein Team-Deathmatch mit der Kampfflinte auf Point the Hook. Die Kampfflinte hat dabei Schnellfeuer, verbesserter Drall und ein wunderschönes Rotpunktvisier dank der Grundausbildung bereit. Die 1911 hat die Magazinerweiterung als Granaten, ist die Signalrakete, für mich ist es eher eine Fackel. Und die Sticky Nate dabei und die Expeditionsdivision. Das hier ist ein kleines Team-Deathmatch-Gameplay. Wie gesagt, wir haben auch nur simple Aufklärungsflugzeuge dabei, genau. Simple Killstreaks wie das Aufklärungsflugzeug, Konterspionage, Flugzeug und die Vorräte. Nichts Besonderes. Das Gameplay ist vor den Buffs der Kampfflinte entstanden, wodurch diese Kampfflinte hier noch etwas schwächer ist. Beim heutigen Gameplay geht es eher um ein anderes Thema anstatt um die Kampfflinte. Beim Aufräumen meiner Platte habe ich noch ein paar schöne Clips gefunden, die ich euch mal zeigen wollte. Ich lese immer wieder in den Foren, dass es gar keine Hacker gibt oder dass man gute Spieler als Hacker bezeichnet. Und wie man jetzt hier oben sieht, das hier sind die, ich habe jetzt hier drei Clips von drei Spielern. Die sind mir vor einem Monat über den Weg gelaufen. Seit dem Resistance-Event habe ich keinen Hacker mehr gesehen. Das ist das Schöne. Aber man sieht hier wunderbar auch, wie der Hacker gar nicht auf mich geschossen hat, gleich wenn es jetzt in die Killcam rübergeht, sondern einfach straight nach vorne geschossen hat, in Richtung Kanone und mich erwischt hat. Das sind so Sachen, natürlich, es gab Hacker. Und wo ich diese Videos hier aufgenommen habe, wo diese Clips entstanden sind, zu den Hackern, habe ich in jeder zweiten Runde mindestens zwei, drei Hacker im Gegnerteam gehabt. Ich habe bei mir selber im Team nie welche gehabt, aber so gut wie immer welche bei den Gegnern. Das hat sich aber dann nach sehr langer Zeit gebessert. Jetzt wird ja regelmäßig die Hacker gebannt und wir haben jetzt hier nochmal ein anderes Beispiel mit der PPSCH auf Carentan. Man sieht ja noch wunderbar im Winter Siege Event und ja, das ist einfach monströs. Wir haben hier auch gleich einen Hacker mit einer Brenn und ich muss sagen, das mit den Hackern hat sich halt wirklich gebessert und das finde ich gut, aber davor war es echt manchmal tagelang nicht spielbar, weil du zu jeder Uhrzeit irgendwelche Hacker gefunden hast, wie diese hier. Ich bin saufroh, dass ich jetzt in Ruhe spielen kann während des gesamten Resistance-Events. Kein Hacker während des Resistance-Events. Die ganzen Leute in den Foren schreiben zwar, Hacker hier, Hacker da, reportet den, der ist ein Hacker. Ich muss sagen, das hier sind für mich Hacker, was ihr gerade gesehen habt. Mir sind zwar Leute schon mal wieder begegnet, die pre-geaimt haben in eine Richtung oder so, aber ich muss sagen, mit einem ordentlichen Headset kann man das auch wunderbar hören, von wo jemand kommt. Das habe ich auch schon in den ein oder anderen Videos schon mal gemacht. Mit dem Headset einfach gehört, da kommen Schritte, in die Richtung geguckt und ja. Das geht ja auch wunderbar in diesem Spiel. Das Problem ist, die meisten Leute verlangen ein Tool zum Kicken von Leuten oder zum Bannen von Hackern. So, jetzt gibt es zwei Fraktionen. Die einen Leute sagen, gibt uns ein Tool zum Bannen der Hacker. Und die anderen Leute sagen, nein, bitte kein Tool. Das Tool wird falsch benutzt. Und ich schließe mich da der Gruppierung 2 an. Ein Tool würde missbraucht werden. Es würden nicht nur Hacker gebannt werden, so wie man das gerne hätte. Es ist so wie bei anderen Shootern, die ein Serversystem haben mit Admins. Ich habe in Shooter XY gerne auf einen Server von einer bestimmten Gruppierung gespielt. War auf diesem Server sehr gut und irgendwann habe ich einen Admin mehrmals gekillt und auf einmal wurde ich von sämtlichen Servern aus deren Netzwerk gebannt. Ich habe nicht gehackt. Das haben sie einfach nur gemacht, weil ich einen Admin getötet habe und der sich das nicht gefallen ließ. Und das ist das Problem. Würden wir in COD WW2 ein Tool haben zum Bannen von Hackern oder zum Kicken, da würde jeder Spieler, der jemand anderen durch eine Waffe, wie zum Beispiel die Kampfflinte, PPSCH oder Bar auf den Nerv geht, der würde gebannt werden. Jeder Spieler, der vielleicht mal Pre-Firing betreibt oder mit einem Headset spielt und jemanden hört oder warum auch immer, durch die Minikarte sieht, wo jemand zuletzt war, durch das Schießen, und ihn dann erledigt und dessen Spieler suspekt vorkommt, würde gebannt oder gekickt werden. Das ist für mich einfach auch so ein simpler Grund, warum ich solche Tools nicht unterstützen würde oder gerne sehen würde in diesem Spiel. Das Spiel ist ganz gut, es ist wirklich ein gutes Spiel, aber solche Tools würden es echt schlecht machen und dafür sorgen, dass man nicht mehr ordentlich spielen könnte. Ich kann ganz sicher sagen, dadurch, dass ich es auch anderen Spielen kenne, aus anderen Spielen, die Server- oder Admin-Kick-Systeme hatten, dass man da einfach mal runtergeschmissen wird. Und das ist schon ärgerlich. Ohne Grund. Und dann kommst du auf die Netzwerke nicht rauf. Und das ist dann bei so einem Spiel, was gerade mal nur noch 10 Server hat, weil es ziemlich alt ist, und du von 8 Servern runtergeschmissen wurdest, weil die Admins dich nicht mögen, ist es schon schwer, wieder irgendwie auf den anderen Servern, wo man einen schlechten Ping hat, zu spielen. Ich muss sagen, die Hacker werden hier regelmäßig gebannt. Auf jeden Fall die, welche ich bis jetzt gesehen habe. Alle, welche man hier in diesem Video sah, wurden gebannt und hat man auch nie wieder im Spiel gesehen.
Ich muss sagen, Leute beschweren sich darüber, dass viele Leute auch hacken in den Foren. Also viele Leute beschweren sich in den Foren, dass jemand hackt. Und wenn sie dann Beweise liefern, sind das Videos mit kurzen Ausschnitten, wo sie gekillt wurden, was bis jetzt für mich legit aussah. Bei manchen habe ich gesehen, jo, Aimbot, Wallhack, das hat man wirklich eindeutig in der Killcam gesehen. Bei manchen haben auch viele Spieler schon da untergeschrieben in den Foren. Das ist kein Hacker, das ist einfach nur ein guter Spieler. Und dann hat man sich die Person mal angeguckt und die hatte selber nur 4 Spielstunden, welche jemand anderen dann betitelt als Hacker und sonst was. Und ich muss ehrlich sagen, dass sowas auch, finde ich, ziemlich falsch ist. Einfach Leute zu beschuldigen. Und das sieht man aber auch sehr oft und ich würde sagen, man erkennt ja so einen ordentlichen Hacker, wie man jetzt hier in den Videos gesehen hat, dass da kann man ja auch nichts mehr gegen sagen. Des Weiteren habe ich auch schon genug Leute gesehen in den Foren, die dann immer wieder sagen, das Spiel ist Hacker verseucht und es macht gar keinen Spaß. Und das letzte Mal, wo sie gespielt haben, laut Profil, war vor fast 2 Monaten, so kurz nach Release und ja... Die haben also seit 2-3 Monaten nicht mehr gespielt und sagen immer noch und haten dieses Spiel und haben vielleicht 4 Spielstunden. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man dann in das Forum guckt, um sich zu informieren, ob man das Spiel kaufen sollte, wenn man solche Posts sieht von Leuten, die keine Ahnung haben, denn das macht das Spiel schon schlechter. Und es muss nicht sein, das Spiel ist gut. Es hat echt keine Hacker mehr. Es wurde echt gut dran gearbeitet, dank auch der Funktion jetzt, dass Hacker gebannt werden. Das hatten wir die ersten... Ich glaube, 1-2 Monate hatten wir ein paar Probleme damit, dass Hacker nicht so schnell gebannt wurden. Jetzt läuft es wunderbar und ich würde sagen, das Spiel ist jetzt hackerfrei. Ich habe selber nicht wirklich viel Spielzeit. Ich muss sagen, ich habe schon Leute gesehen mit 500 Stunden. Ich habe gerade mal 200. Ich habe in diesen 200 Stunden nicht so viele Hacker gesehen wie in manch anderen COD-Spielen. Und das macht mich auch glücklich. Am Anfang war es schlimm, aber es hat sich jetzt auch gebessert. Und ich würde sagen... Die Entwickler kümmern sich drum. Ich persönlich sage, die Entwickler kümmern sich drum. Sie machen Events und kümmern sich um die Hacker, hören tatsächlich auch teilweise auf die Community. Gut, warum die Kampfflinte gebufft wurde und das M1 Gewand genervt wird, das weiß ich noch nicht, aber vielleicht hat es seine Gründe. Wir werden es dann ja sehen und ich sage einfach mal jetzt hier mit diesen abschließenden Worten, lasst doch mal eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Remske, ciao, ciao. Und sagt mir, was ihr zum Thema Hacker haltet. Sind noch viele da oder hat sich das gebessert?